Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Uncharted 4. Ja, was soll man groß sagen? Uncharted, einer der besten Spielereien, die jemals gemacht wurden. Ganz ehrlich, meine Meinung, wer die Vorgänger noch nicht gespielt haben sollte oder sie noch gar nicht gesehen haben sollte, kann das Ganze als Let's Play auf meinem Kanal nachholen. Da findet ihr Teil 1 bis 3 komplett als Let's Play. Ansonsten starten wir natürlich gleich mit der Story. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und ihr da draußen, ihr könnt zweimal das Spiel selbstverständlich für die PlayStation 4 gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist das Ganze einmal bewerten und einen Kommentar schreiben, dass ihr gerne das Spiel gewinnen möchtet. Ihr habt Zeit, eine Woche, danach werde ich mir rein zufällig irgendjemanden aus den Kommentaren rauspicken, zwei Leute, und die werden dann das Spiel gewinnen. So, wir legen jetzt los, die Schatzsuche beginnt. Bis gleich nach dem Intro. Da wären wir. Ich halte sie auf. Das tobende Meer. Auf die Insel. Ich sehe keine Insel. Mach keinen Scheiß. Oh Gott, wir haben Probleme. Klein, aber auch schwer zu treffen. Okay, ich ramm sie weg, Bruderherz. Sammy Boy. Wow, das sieht ganz schön gut aus. Es fängt schon mal verdammt gut an. Bam, weggerannt. Klar, Bruderherz, auf mich ist Verlass. Und zack, hier schön von der Seite. Einfach zertrümmern. Der gute Nate, der ist ein Teufelskerl, der kriegt das hin. Komm schon. Großes Boot, großes Boot. Wow. Oh, scheiße. Oh, verflucht! Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dich fahren! Alter! Wie so eine Nussschale! Hat der mich eben gerade weggefegt? Also das große Boot kommt aus dem Nichts! Verflucht, verflucht, verflucht. Enges Ding. Verdammt enges Ding. Mir geht's gut. Reicht mir ja nicht die Hand. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Verdammt nochmal. Alles klar, das Schießen hier funktioniert deutlich besser als in den Vorgängern. Hängt sie aus dem Wasser! Denn wir alle wissen ja, wie anstrengend damals in Uncharted die Schussanlagen waren. Heilige Scheiße. Boah, sieht das gut aus. Verdammt! Es wird mehr! Oh shit! Oh shit, du sagst das! Erstmal den hier wegholen und der nächste hier drüben. Einfach hier die Boote wechseln. Okay, dann Abflug. Jawohl, komm schon, bring uns hier raus. Fahr direkt zur Insel. Okay, da drüben ist die Insel. Beleuchtung.
Das wäre nett. Oh, verdammt. Ganz ruhig. Schnell ist nicht drin. Schnell ist absolut nicht drin. Der Seegang hier ist so heftig. Und in der Suppe hier sieht man gar nichts. Wow! Nathan! Nathan? Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Der junge Nathan Drake. Kapitel 1. Die Verlockung des Abenteuers. Tja, wie alt wir genau sind, wissen wir nicht. Aber ich denke mal so 11, 12. Nicht mehr ganz so jung. Schon ein kleines bisschen älter. Und wir sind in einem Waisenhaus. Bei Nonnen. Katholisch. Wie es scheint. Gut, irgendwas mitnehmen können wir hier nicht. Raus hier mit uns. Klettern. Mein großes Talent war schon immer Klettern. Und ich muss sagen, die Grafik, also Wahnsinn. Schaut euch an, wie wunderschön dieses Spiel hier ist. Über unseren Bruder wissen wir gar nicht so viel. Aber die Stimmen sind ein bisschen leise. Was sehr, sehr schade ist. Verdammt rutschig. Aber warte mal. Für Nathan Drake gibt es immer einen Weg. Also ich schaue, ob ich die Stimmen noch irgendwie anpassen kann, ist aber leider nicht so viel möglich. Deswegen auch die Untertitel hier lesen. Ärgerlich, wenn Spiele schlecht abgemischt sind. Komme ich hier hoch? Falscher Weg. Falscher Weg, sagt er mir. Ach, wahrscheinlich dann hierhin und dann elegant den Slide. Ich sagte elegant, Junge. Und nicht auf die Nase legen. Da drüben sind die Mädels. Ab okay. Durchs Mädelzimmer. Still und leise. Hier könnten wirklich Mädels unterwegs sein, oder? Obwohl, nee, wir sind hier in der Krankenstation. Erstmal hier hin. Ganz ruhig. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Die wollen mich aufgeben. Einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine.
Moment, ich bin einer von den guten Jungs, genauso wie mein Bruder. Mehr oder weniger. Okay, für meinen Bruder kann ich nicht unbedingt garantieren, aber für mich ja. Ich bin so nett und so niedlich. Was haben wir hier? Meine Personalakte? Sieht so aus. Wow, meine Akte. Also, lesen. Hm. Können wir blättern? Zoomen können wir? Ja, da sind wir. Moment, sieht man irgendwo hier mein Alter? Nee, leider nicht. Leider nicht. Drehen. Wie können wir es drehen? Hier drüben. Ah, komm, dreh es. Mehr drehen geht nicht, keine Rückseite. Schade. Hätte ja sein können, dass auf der Rückseite noch irgendwas steht. Okay, man kann hier diverse Objekte finden. Also immer ein bisschen umsehen. Ein bisschen rumschnüffeln. Wir gehen noch hier hin. Vorsicht! Die alte Nonne! Die ist abgelenkt, oder? Ah, die hat gute Augen. Ist ein bisschen nervös. Oh, beinahe hätte sie mich gesehen. Wo geht sie hin? Da hinten ans Fenster. Was macht sie jetzt? Rauchen. Bestimmt rauchen. Natürlich. Natürlich. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, ich verrate sie nicht, wenn sie mich auch nicht verraten, käme ich damit durch? Wäre doch ein guter Deal. Rollen, rollen, rollen. Oh, verflucht. Nathan. Das gibt Ärger, junger Mann. Das war Absicht. Ich wollte die Animation sehen. Wenn es sicher ist. Na komm, dreh dich um. Quarz deine Kippe da drüben. Und wir rollen. Ja, komm. So. Und jetzt Geduld. Und dann jumpen wir hier raus. Hep. Nice. Okay. Sam? Ich bin tot, Sam. Alter. Die Steuerung. Muss mich reinfuchsen. Aber ein Genickbruch hat mich noch nie aufgehalten. Sag bitte, dass ich hier hochkomme. Ja, komm. Also was das Klettern angeht, genau noch dieselbe Mechanik dahinter. Wie damals in Uncharted. 1, 2 oder 3. Komm schon, komm schon, komm schon. Sam? Ein Rucksack? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Ältere Brüder. Guter Sprung.
Komm, hier, gib mir die Hand. Endlich mal ein bisschen Hilfe. Alter Schwede, bist du leicht. Geht die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Die erinnere ich mich. Scheint in der Familie zu liegen, gut zu springen, gut zu klettern. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Okay, warte mal, hier muss ich irgendwie rum. Okay. Ich bin bereit. Ah, die Steuerung. Die Steuerung. Nach oben, Junge. Du sollst nach oben. Mach es doch nicht so schwierig. Ja, genau so. Eben gerade war gut. Und jetzt rüber. Sehr gut. Kannst du mir helfen, wenn du willst? Nein? Okay. Hier lang. Du bist schuld, wenn ich mir schon wieder das Genick breche. Okay, wir sind gleich da. Das war leicht. Wo genau willst du denn hin? Ich bin sehr gespannt. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Ich hab ganz schön Balls in der Hose. Na dann nach oben. Ich wette, wir können auch schwingen, aber irgendwie jetzt hier gerade im Moment geht's nicht. Das Kletterseil. Eine tolle Erfindung. Hey, Kumpel. Ich will hoch. So, hier rum. Ah, dieses Seil. Wirklich verdammt nützlich. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Ja, mal nein. Aktuell eher nein. Ach, Mädels, die kommen und gehen. Und rutsch! Okay. Ohne Mumm kein Ruhm. Wahre Worte. Hey, ich wollte gerade springen. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ein bisschen Anlauf, okay? Ein bisschen Anlauf. Ich hatte Mumm. Ich hatte wirklich Mumm. Nathan hatte keinen Mumm. Aber ich schon. Wow. Hab dich. Siehst du? Kein Problem. Ja. Ich kein Ding. Bleib bei mir. Was haben wir hier Schönes? Sieht aus wie Laterne. Sind wir bald da? Ist das Ganze hier noch sehr, sehr weit? Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Aber ganz vorsichtig. Denn wie gesagt, einmal Genick brechen, das reicht für diese Woche. Hä? Moment. Ah, wir müssen eine Rolle machen. Ein Sprung. Okay. Okay. Ab durch die Mitte. Schön vorsichtig. Das bricht doch bestimmt. Schon vorgedehnt. Oh, wehl. Ich bin leicht. Bereit, Tarzan? Ich muss sagen, bei dir lerne ich was, Bruderherz. Dafür sind also große Brüder da. Okay, weiter. Alright. Stoß mich! Vorsicht. Der ist wirklich gut, hä? Huh? Im Sprung hat er direkt noch hier das Seil geregelt. Ob ich sowas kann? Ich bin ein bisschen kleiner als du. Oh. Er wartet nicht mal auf mich. Unverantwortlich. Hey, den Turm hoch. Los.
Ah, wenn ich drauf gehe, ist dir doch egal, oder? So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Um die Ecke? Also ihr könnt mir wirklich ein bisschen helfen. Ich meine, wir sind Brüder und ich bin dein kleiner Bruder. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Wow. Wirklich verdammt schön, oder? Grafisch, der Hammer. Warst du schon mal hier oben? Kannst du auf diesem Dach hier? Na. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, mehr oder weniger. Ich bin so gespannt, wo wir hingehen. Das Mondlicht, das sieht auch umwerfend gut aus. Also das kann ich auch. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Oh, das tut weh. Das tut weh. Okay, mach nur. Au! Nicht so viel nachdenken. Wow, 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 wow. Oh Mist! Wow! Komm. Geschafft. Ja. Natürlich. Hätten wir keine Leiter nehmen können? Ich meine, ich habe hier, folge mir, ungefähr 12 Mal mein Leben riskiert. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Okay. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Also, werfen. So geht das, Nathan. Okay, dann mal los. Ja, mir geht's gut. Okay. Und das Seil lassen wir hier hängen? Kumpel? Sammy Boy? Okay, er kommt. Einfach so verschwunden. Mysteriös. Okay. Nach dir. Wohin denn nun? Nach oben? Nach unten? Eine Leiter nehmen? Eine Leiter nehmen? Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Na? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen?
Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vamos a tener más miedo. Acabemos con esto. Nalos. Und wieder ein Sprung nach vorne. Jetzt sind wir ein bisschen älter. No puedes conmigo. Aber trotzdem immer noch der gleiche Schlägertyp. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Los siguientes. Na komm her, du. Oh. Elimínalo. Blocken wir gut. Blocken wir ganz gut. Ey, das Kämpfen macht ja so mega Laune. So verdammt geil, das Kämpfen hier. Alter, richtig gut. Richtig gut. Er hat Freunde. Er hat Freunde. Na komm schon, Pendejo. Ich brauch Blocken, ich brauch Ausweichen. Ey, der macht mich rund. Schöner Tiefschlag. Vamos, Muchacho. Oh, der tat weh. Der tat weh. Mist. Komm schon. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Komm schon. Los. Ya basta. Na los. Ja, lo tienes. Jetzt. Come back. Und zwar sowas von. Ja, basta, idiotas. Suéltame. Das war kein Kampf. Hä? Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiros por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Ach, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Okay, calmate. Kapitel 2. Ein höllischer Ort. Und wie es weitergeht in diesem höllischen Ort, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Bewertung nicht vergessen, Gewinnspiel nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!